Dass ihr das Ganze gefunden habt, herzlichen Glückwunsch. Direkt neben mir sind Daniel Crowley und Damon Smith. Sie waren beide Sicherheitsingenieure für die NCC Group und haben gesagt, dass sie kein Einhorn heute mitbringen konnten. Das tut uns sehr leid. Sie werden uns von einigen speziellen Eigenschaften von normalen Dokumenten erzählen. Das ist sehr aufregend, finde ich. So, verwandtste Dateien. Verrät dich dein Dokument. Bin ich hier, um euch über verwandte Dokumente, Dateien zu erzählen. Also, fangen wir mit den Vorstellungen an. Mein Name ist Damon Smith. Wie gesagt, bin ich ein Sicherheitsingenieur mit der NCC Group. Mein Fokus war bisher Anwendungssicherheit, inklusive Webanwendungen, mobile Anwendungen. Aber zuletzt habe ich über Fileformate recherchiert mit diesem Herrn hier. Ich bin auch ein Sicherheitsingenieur bei der NCC Group. Ich arbeite meistens mit Webanwendungen, eingebettete Sachen und Dateiformate. Also, gehen wir los. Um erstmal klarzustellen, dieser Vortrag ist fokussiert auf bestimmte Dinge. Wir reden über Dateien, die ausgehenden Traffic erzeugen, wenn sie geöffnet werden. Wir wollen jetzt nicht auf ausführbare Dateiformate schauen. Ist natürlich klar, dass diese Dateien alles Mögliche machen können, nicht nur Traffic, sondern ganz andere Sachen. Wir haben jetzt nicht auf Komplexität geachtet, oder wir haben einfach übliche Formate angeschaut. Wir wollten außerdem keine Exploits benutzen. Wir wollten jetzt keine Fehler in File-Parsern finden. Wir wollten nur die Features verwenden, die in den Parsern und in den Formaten, die vorhanden sind. Und wir wollen natürlich auch die Folgen von all dem uns anschauen. Warum solltest du also uns zuhören, wie wir mit euch reden hier? Wir denken, dass die Forschung, die wir gemacht haben, sehr wichtig ist aus mehreren Gründen. Das erste und offensichtlichste sind die Datenschutzfolgen. Wir gehen jetzt über einige dieser Benutzungsfälle, Use Cases, aber stellt euch vor, Dokumente, die nach Hause telefonieren, jedes Mal, wenn ihr sie öffnet, das kann in DRM benutzt werden. Datenschutzverhinderung und die Anonymisierung. Im Bereich von Sicherheit gibt es ja auch einige schwerwiegende Folgen, in die wir noch einsteigen wollen. Und was ich außerdem wichtig finde, all die Dinge, die wir jetzt erzählen, sind nicht Fehler, keine Bugs im Programm, nicht Speicherkorruption. Dies sind Dinge, die in den Spezifikationen stehen, in den RFCs und arbeiten so wie beabsichtigt. Das ist nicht etwas, was jetzt im nächsten Patch Tuesday behoben wird. Wir werden damit für Jahre leben müssen. Wir fangen an mit einer kurzen Demonstration mit drei verschiedenen Formaten, RTF oder RTF, SVG und WMV. Ein kurzes Gebet an die Demogötter, bitte. Also hier haben wir Metasploit offen für einen SMB-Traffic für die Beobachtung. Könnt ihr das alle gut sehen? Ja, wunderbar. Wir haben also jetzt hier den Standard-Challenge und schreiben in einer Datei. Und hier haben wir unsere Opfermaschine mit mehreren unseren verwandten Dokumenten. Dies ist Windows 8.1 voll gepatcht. Wir werden dieses RTF-File jetzt öffnen. Und etwas Interessantes passiert jetzt. Wenn wir das öffnen, könnt ihr sehen in einem Moment, dass ein kleiner Pop-up hier, ein Dialog hochpoppt. Das sagt, dieses Dokument enthält ein oder mehreren Links zu anderen Files. Wollen Sie diese Links aktualisieren? Das Interessante ist, dass es die Hashes bereits übers Netz gesendet hat. Also, schlechteste Warnung jemals, oder? Ich denke, dass Sie hier versuchen, Bugs zu verhindern mit dem Dokument, das vielleicht bestimmte Parse attackiert. Selbst wenn ihr also Nein sagen, ist es zu spät, weil das Hash bereits gesendet worden ist. Die Katze ist aus dem Sack. Also,
einfach mal nochmal klären, dass ihr seht, dass ich hier keine Tricks im Ärmel habe, und öffnen wir dieses SVG-File. Per Default werden SVG in Windows und von Internet Explorer geöffnet und gepasst, und es gibt natürlich einen Haufen von Issues hier mit diesem Zusammenhang. Wir werden ein bisschen darüber reden. Also hier seht ihr ein Bildformat, das tatsächlich auch diese Interaktion hier auslösen kann. Unser Beispielfall in SVG ist also leer, aber ihr könnt irgendwelche beliebigen Bilder hier drin haben, dass Leute also nicht Verdacht schöpfen. Ja, also was ich jetzt tun werde, ist, wir haben das jetzt irgendwie so aufgesetzt, um es hier sehr schnell zeigen zu können. Das wird nicht mehr so einfach sein, aber es ist relativ einfach, hier eine Demo aufzusetzen für NTML-Weitergabe, was also nützlich ist. Wir werden jetzt einfach mal hier die Hashes, die wir empfangen haben, cracken und sehen hier, dass wir also Wegwerf-Accounts haben, ein Account-Throwaway mit dem Passwort-Throwaway. Wir haben also dies jetzt so aufgesetzt, dass es gut funktioniert, aber wenn jetzt jemand irgendein anderes Dokument öffnet, das nicht so, so gezielt schlecht ist, dann Format, dass ihr seine Features wirklich benutzt, alles arbeitet wie normal, sieht es dann aus. Und dies ist also wirklich designed, so soll es funktionieren. Es ist einfach viele Dinge, die hier zusammen nicht in der Art funktionieren, wie wir es eigentlich wollen. Das Letzte, was ich zeigen will, ist ein Windows Media Video, eine leicht veränderte Version eines Videos, das mit Windows per Default ausgeliefert wird. Und es stellt sich heraus, dass man nun tatsächlich Interaktionen auslösen kann von einem Video. Dies wiederum ist Teil des Formats, wir werden darüber noch genauer sprechen. Dies öffnet jetzt einfach einen Browser. So, das ist also wunderbar. Das also beendet unsere Demo, und wir reden jetzt ein bisschen über die verschiedenen Formate, die wir haben, die wir hier vorliegen haben, über die wir was haben und die Folgen und alles Mögliche. Also, gehen wir weiter von der Demo. Ich hätte vielleicht Play vom aktuellen Fall und nicht Slide und nicht von Anfang an laufen lassen. Also, willst du darüber reden? Okay. Also, ich habe etwas Arbeit gemacht hier. Dies ist keine völlig neue Technik. Also es geht darum, hier SMB und NTLM Hashes zu senden. Das ist etwas, was schon lange bekannt ist. Das ist eine Attacke, die nennt sich SAC-Attack. Die hat vieles, was wir hier zeigen, beeinflusst. Es gibt auch ein Tool im Metasploit, das es seit 2008 gibt. Aber dieses Problem ist immer noch vorhanden. Wir wollten also jetzt irgendwie sehen, wie verbreitet dies ist. Es ist bereits bekannt, dass man dies mit den Office-Formaten tun kann, die Office-XML-Formate, was also überhaupt nicht verwirrend ist, wenn man das mit OpenOffice-XML-Formaten vergleicht. Das ist etwas, na okay, also die Microsoft-XML-basierten Dokumentformate, die haben also diese PLS-Playlists, die sind auch betroffen, Shortcut-Files, Desktop-Files. Andere dumme Sachen, die NTML-Hashes senden, HTML in Internet Explorer, kann SMB-Pfade enthalten und dann Interaktionen auslösen. Zum Beispiel in Windows Media Player. Wir haben gesehen, dass ein Browser-Window sich öffnet von einem Windows Media Video-File. Wir können dies nun auf einer URL speichern, die ein Bild hat auf einer SMB-Ressource, und das wird dann dieselbe NTML-Hash-Sendung auslösen. Dasselbe kann getan werden in HTML-E-Mails in Outlook. Das ist also ein bisschen der Vorarbeit auf diesem Feld. Was haben wir gemacht? Wir haben uns auf drei Familien beschränkt: Dokumentformate, Medienformate und Kalenderformate. Wir wollten Dateiformate verwenden, die ein normaler Angestellter in einer Firma verwenden könnte. Zum Beispiel PDF-Dokumente. Das sind ganz normale Formate, die Arbeitnehmer in ihren E-Mails bekommen und einfach öffnen werden. Das sind also die Formate, die wir uns angeschaut haben. Eines der offensichtlichsten Formate ist also PDF. Das war eines der ersten Formate, die wir uns anschauen wollten. Es ist ein sehr komplexes Format. Wir wussten, dass es irgendwo da drin irgendwas geben wird, und sie sind wahnsinnig häufig. Wir haben also ein bisschen Zeit damit verbracht, und ihr könnt zum Beispiel Bilder von fremden Servern einbetten, und das
PDF wird das einfach öffnen und diese Bilder laden. Das Interessante ist, dass, also übrigens funktionieren diese nur in Adobe Reader. Die meisten PDF-Leseprogramme haben nur eine sehr kleine Untermenge der Features von Adobe Reader, Firefox, Chrome, Preview für macOS. Alle diese Programme unterstützen nur einen Teil der PDF-Funktionalität und dort funktionieren diese Techniken nicht. Zum Glück oder nicht zum Glück, je nachdem von welchem Standpunkt. Diese Fremdbilder-Funktionalität funktioniert einfach nur ein Bild von einem fremden Endpunkt und zeigt es im PDF an. Und natürlich müssen wir brauchen wir eine dritte Partei dafür. Und es gibt auch JavaScript-Funktionalität in PDFs, was könnte nur falsch gehen, schief laufen. Aber es gibt auch eine Methode, die euch erlaubt, einen Videoplayer zu öffnen innerhalb eines PDFs, was Wahnsinn ist. Ich kann mir nicht vorstellen, warum man das jemals tun wollte. Na, ich kann es mir vorstellen, aber ich glaube, man braucht dafür erst Drogen. Na, wie auch immer. Vielleicht denke ich nicht über PDF auf dieselbe Art, wie andere das tun, aber egal. Ihr könnt ein Video von einem dritten Server öffnen und es gibt auch eine Methode, die euch erlaubt, einfach nur eine URL im Browser zu öffnen. Im Standardbrowser, was Get-URL ist. Und ihr könnt euch diese Warnmeldung anschauen und fragen, was passiert. Und ich lasse Damon das erklären. Wie wir gesagt haben, ist es also möglich, einen SMV-Parse zu öffnen in der JavaScript-Parser vom PDF. Aber das gibt leider eine Warnmeldung. Aber wenn wir uns das angeschaut haben, diesen Bug, dann haben wir einen interessanten Aspekt dieser Warnmeldung gefunden. Viele von euch kennen das vielleicht sowas wie /hostname/sharename/while. Es gibt auch eine weitere Form, die ihr vielleicht nicht kennt, das ist die Longform. Das fängt an mit /?/ und so weiter. Ich weiß nicht wirklich, warum das existiert, aber wie ihr in dieser Fehlermeldung seht, dass der PDF-Leser jetzt glaubt, dass das Fragezeichen der Hostname ist. Und so können wir also auf blablabla. Was eine böse Webseite. Aber die Warnmeldung sagt nur, dieses Dokument will mit sich verbinden. Wollt ihr das erlauben? Ich bin mir nicht sicher, ob das mehr oder weniger fragwürdig ist als fragwürdige Website, aber das ist eine neue tolle Art, das zu exploiten. Das nächste Format, das wir haben, ist das Rich Text Format. Da habt ihr auch schon eine Demo von gesehen. Das coole daran ist, dass es sowohl in WordPad als auch in Microsoft Office funktioniert. Es ist also nicht wichtig, ob euer Opfer Microsoft Office installiert hat oder nicht. Wenn Sie dieses RTF-File anklicken, dann kriegt ihr den Eindruckdaten. Leider öffnet das eine Warnmeldung über verlinkte Dateien, aber das tut es nur, nachdem es die Daten schon gesendet hat, was so eine der nutzlosesten Warnmeldungen überhaupt sein könnte. Ihr habt auch die andere Sache, die wir schon demonstriert haben, ist SVG, was für Scalable Vector Graphics steht. Es ist ein Bildformat für Vektorbilder anstatt normale Bitmap-Bilder. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass Bitmap so eine Datenstruktur ist, die sagt, dieses Pixel hat diese Farbe und diese Durchsichtigkeit und dann beschreibt das nächste Pixel und so weiter, bis es das komplette Bild aufgebaut hat. Vektorgrafiken beschreibt das Bild als Vektorfunktion, sagt also, zeichne eine Linie von hier nach hier mit dieser Farbe. Das sind also zwei verschiedene Arten, ein Bild zu kodieren. Und SVG, wie wir früher gesagt haben, wird standardmäßig unter Windows von Internet Explorer gepasst. Der Spaß daran ist die Art, wie er strukturiert ist. Es ist eine Markup-Sprache, die sehr ähnlich ist wie HTML. Und tatsächlich implementiert es eine Untermenge von HTML als Teil des SVG-Formats. Eine der Sachen, die man in einem SVG spezifizieren kann, sind Remote XML Style Sheets. Man kann also sagen, lad diese Style Sheet von dieser entfernten Location und wenn man standardmäßig Internet Explorer verwendet, dann wird es auch File-Pfade verwenden. Das heißt, lad das Style Sheet von diesem Remote SMV Share, womit man Benutzerdaten freigibt.
Außerdem kann man JavaScript laufen lassen. Wusstet ihr, dass eure Bilder JavaScript laufen lassen können? Nein, weil das Wahnsinn ist. Wir haben also uns verschiedene Playlist-Formats angeschaut. PLS ist zum Beispiel, haben schon andere vor uns gemacht. Aber wir haben herausgefunden, dass M3U und ASX, was eher Windows Media spezifisch ist, dass beide auch diese Attacken verwenden können. Also all diese Playlist-Formate unterstützen? Für Internetradio und solche Dinge, sie unterstützen Pfade zu stellen im Netzwerk, Remote-Pfade, also Remote-Referenzen einzubauen. Und interessanterweise, und das ist jetzt vielleicht die richtige Zeit, um das zu sagen, Windows ist dort, wo es ist die Stelle, wo UNC-Pfade normalerweise behandelt werden. Also derselbe Code, der benutzt wird, um einen Pfeil von einem lokalen Pfeilsystem zu öffnen, dieselbe Programmierschnittstelle öffnet auch UNC-Pfade. Also zu irgendeinem Punkt während des Funktionsaufrufs sieht diese Funktion, oh, aber das ist eigentlich ein UNC-Pfad, lass uns das also über das Netzwerk abwickeln. Sodass also ihr nicht unbedingt irgendwas wie SMB oder UNC oder irgendwelche Handles in den Parser schreiben müsst. Ihr müsst einfach nur diese Standardarten benutzen, um mit dem Filesystem zu interagieren in eurem Parser, und Windows wird dies also für euch schon möglich machen. Also die meisten dieser Playlist-Formate sind einfach ganz einfache, zum Beispiel, also besonders bei M3U ist es einfach eine Liste von Item, einfach Pfade zu Orten, von denen aus abgespielt werden soll. Und anstatt einen File-Pfad angibt, setzt man einen UNC-Pfad ein und die Interaktion wird also sofort ausgeführt, die ihr vorher gesehen habt. Oder ihr seht, wenn jemand eure Playlist sieht, könnt ihr eine Reference am Anfang einbinden. Das nächste Format, das wir uns angeschaut haben, ist also auch ein bekanntes Format, das ASS-Format, das ihr vielleicht eher kennt als Windows Media Video und Windows Media Audio. Das ist wirklich interessant, denn wer würde denken, dass Audio- und Videofiles Remote Tracking Code enthalten können? Ein sehr überraschendes Ergebnis durch einen anderen Freund, Derek Hensch. Danke, dass du uns diese Technik gezeigt hast. Und wie man das erreicht, ist, dass man Script-Metadaten einbaut in ein WMV oder WMA-File einbaut. Und man muss also nicht Skripts direkt einbauen. Wenn das Playback einen bestimmten Punkt anbaut, zum Beispiel 5 Sekunden, dann man baut Skripte ein und dann wird das zu dieser Zeit ausgeführt. Also zum Beispiel für eingebaute Bemerkungen, für Schrifteinblendungen. Das ist also irgendwas, mehr oder weniger wie also Untertitel und solche Dinge eingebaut sind. Und zusätzlich zum Anzeigen von Text auf dem Bildschirm kann man auch eine URL aufrufen und dann beenden. Also öffne diese URL in deinem Default-Browser und halte Playback an. Und wie ihr das gesehen habt, dann ist das ungefähr das Gleiche wie ihr schaut ein Video an. Ich sage jetzt nicht, was für ein Video es ist. Es ist deine Angelegenheit. Aber man kommt zu 30 Sekunden und jetzt wird das Video auf einmal interessant und bam, auf einmal kommt der Browser zu www.nsa.gov und sagt, du bist getrackt worden, hahaha. Also das ist irgendwie, das ist in diesen Formaten drin. Ja, deine Videofiles können eingebaute Script-Kommandos enthalten und diese Script-Kommandos können euch de-anonymisieren, was wirklich unglücklich ist. Außerdem eine Technik, die wir postuliert haben, aber nicht prüfen konnten, ist, die eingebaute NTLM-Funktionalität zu missbrauchen. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Das ganze Video wird verschlüsselt und im Header wird angegeben, wenn du dieses Video anbauen willst, dann geh bitte zu dieser URL und lade den Entschlüsselungsschlüssel heraus. Und das ist also die Art, wie DRM in diesen Formaten eingebaut ist und kann leicht gebaut werden, um Leute zu tracken. Wir haben das noch nicht demonstrieren können, weil DRM so fürchterlich ist für die Arbeit. Man kann es nicht mal auf legitime Weise zum Arbeiten bringen. Aber in der Zukunft ist das wahrscheinlich eine Technik, die entweder schon benutzt wird von deinen Gegnern oder bald benutzt werden wird in der Zukunft. Außerdem ein kurzer Hinweis, Untertitel. Sie können beliebiges HTML enthalten, nicht nur fett oder kursiv, was man erwartet, aber auch Dinge wie Image mit einem Bild aus einer anderen Stelle. Man kann also ein entferntes Bild enthalten. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es kann auch für Tracking benutzt werden.
nächste Format, das wir uns angeschaut haben, war MP3. Das war natürlich für uns sehr interessant. Natürlich gibt es verschiedene Gesellschaften, die sich der Piracy angenommen haben, und das war natürlich für uns sehr interessant. Das Problem ist, dass MP3 eigentlich ein relativ einfaches Format ist, verglichen mit anderen Formaten. MP3 alleine enthält eigentlich keine Metadaten. Das ist für euch vielleicht merkwürdig, weil die meisten MP3s, die ihr normalerweise habt, Metadaten enthalten, die den Künstler und das Album und so weiter enthalten. Aber es stellt sich raus, dass das ein separates Format ist, das namens ID3, was ein de facto Bestandteil von MP3 geworden ist. Weil MP3 also einfach nur eine Serie von Blöcken mit fixer Länge ist, die sagen, you know, dieser Block enthält dieses Audio. Und in den drei war die offensichtliche Wahl für dieses Format. Eine der Sachen, die wir gelernt haben, die im Laufe unseres Projektes, ist, dass Menschen nicht immer die RFCs befolgen, wenn sie so etwas bauen. Es gibt ID3, die Art, wie er strukturiert ist, dass es eine Serie von Frames ist. Ihr habt also sowas wie, hier ist der Typ des Frames und hier ist seine Länge und hier sind die Daten. Es gibt zwei, die uns interessiert haben, das Link und das APEC-Frame. Link-Frame sagt, das Frame, das ihr sucht, ist in einem anderen Schloss. Geht also los und findet dieses Frame von dieser anderen Datei, und ich dachte mir, ja, das ist das, was ich haben will. Und es gibt auch das APEC-Frame, das Attached Picture bedeutet. Ihr könnt also sagen, dieses Bild ist nicht hier, das ist woanders, geh los und tu es hier. Die Sache ist, kein Player, den wir uns angeschaut haben, und wir haben uns eine Menge angeschaut, unterstützen weder das eine noch das andere dieser Frames. Aber als wir herausgefunden haben, dass man Scripting-Content in WMA-Files machen kann, haben wir gefunden, dass man sie einfach in MP3 umbenennen kann, und solange man sie in Windows Media Player abspielt, denkt sich der Player, ah, das ist falsch benannt, ich werde es als WMA-Datei öffnen, oder ah, du willst diese URL öffnen, ja klar, hier. Es ist also ein bisschen geschummelt, aber wenn es doof ist und funktioniert, dann ist es nicht doof. Also, ihr fragt euch vielleicht, warum auf dieser Folie ein Bild von einem Fisch ist. Es gibt sehr lustige Dinge in dem ID3 RFC. Er stellt sich raus, als Teil des APEC-Frame kann man sagen, welche Art von Bild angehängt ist. Nummer 13 ist ein bunter Fisch. Noch eine lustige Sache, Primus hat seine eigene Genrenummer in ID3. Go Primus. Wir haben uns auch das Torrent-Format angeschaut. Auch viele versuchen, Piraten zu de-anonymisieren, und Torrenting hat angeblich Verbindungen zu Piracy. Und das ist relativ einfach, weil man so viele Tracker haben kann, wie man will, innerhalb eines Torrents. Und wenn man diesen Torrent öffnet, dann wird es alle diese Tracker ausprobieren, bis es genug findet, die tatsächlich aktiv sind. Es wird also einfach URL nach URL nach URL besuchen, und da kann man also das Torrent so viele Plätze ausprobieren lassen, wie man will. Und wenn Leute einfach Torrents öffnen und dann ein bisschen warten, dann ist das kein großer Unterschied, dass es ein bisschen länger dauert, bis es anfängt runterzuladen. Und eines der anderen Sachen, die wir gefunden haben, die aber nicht wirklich implementiert ist in Torrent Clients, sind URL Seeds. Das wurde vorgeschlagen als eine Alternative zu dem klassischen BitTorrent-Protokoll. Man könnte also HTTP-Seeds haben oder FTP-Seeds, die, ja, wenn man nichts in den Swarms hat, keine aktiven Seeds, dann könnte man so die Ursprungsdaten bekommen. Aber wir haben nichts gefunden, was das unterstützt. Wir konnten also nicht FTP oder irgendwelche anderen komischen Sachen ausprobieren. Wir haben nach einer Datei geschaut, aber das ist nichts, was wir machen konnten. Machen, wie eine ganze Reihe von HTTP-Requests initiieren, von wo immer man das File aufmacht. Wenn man also etwas ausnutzen will, wie jeden
Flaw in Home-Routern mit einem Torrent-Flaw. Man könnte das tun. Also das ist interessant. Das nächste, was wir hier noch geschafft haben, ist das V-Card-Format. Dies wird benutzt, um virtuelle Business-Karten zum Beispiel in Outlook auszutauschen, was Teil der Office-Suite ist. Das Format ist also benutzt für Business-Karten benutzt. Was ist also Visitenkarten? Was sind Dinge wie Name, E-Mail, Telefonnummer? Alle Dinge, die man erwartet, aber auch Dinge, die man vielleicht nicht erwartet, vielleicht nicht zu Anfang erwartet. Eines der Attribute ist zum Beispiel sehr sinnvoll die Free Busy URL. Wofür wird das benutzt? Also nehmen wir an, ich habe meine Visitenkarte virtuell mit Dan ausgetauscht und Dan möchte gerne ein Meeting mit mir aufsetzen. Und wenn Dan seinen Kalender-Software öffnet und möchte ein Meeting mit Damon Smith aufsetzen, dann wird dieser Client automatisch diese Free Busy URL abrufen und fragen, ist Damon Busy um 3 Uhr frei oder um 4 und so weiter und so weiter. Das ist also die übliche Funktionalität dieser Free Busy URL. Das ist natürlich eine Möglichkeit, um Leute über HTTP zu verfolgen. Was vielleicht nicht so offensichtlich ist, und ich weiß immer noch nicht, warum es so implementiert ist, man kann auch einen UNC-Pfad als eine FreeBSD-URL inkludieren. Also ich sage jetzt Damons Kalendersoftware, wenn du möchte rausgeben, dass ob ich Zeit habe, müsstest du diesen UNC-Share fragen. Das ist völlig verrückt und ich habe keine Ahnung, ob das erlaubt ist im Fall des Passes. Das ist definitiv erlaubt und dadurch kann man dann User-Daten stehlen. Man könnte sagen, oh, das ist okay, wir haben ja einen lokalen Pfad für Free Busy. Nein, das macht eigentlich keinen Sinn. Es ist eine, also es braucht ein bisschen Social Engineering, um dieses hinzukriegen. Man muss nicht nur das Opfer dazu kriegen, die Karte, Visitenkarte zu akzeptieren und ins Adressbuch aufzunehmen. Man muss außerdem sie überzeugen, dass sie versucht, ein Meeting mit mir aufzusetzen. Also nicht das Allereinfachste, aber wenn man etwas Fähigkeiten in Social Engineering hat, könnte das wahrscheinlich hinkriegen. Die nächste ist, wir haben das hier für die Nachwelt und für Klarheit aufgenommen, weil ICS witzig ist, wenn man das liest, wenn man sich gerne Standarddokumente anschaut. Kurze Anekdote, wenn ihr jemals einen File-Parser schreibt, da gibt es 3 Schritte, denen ihr folgen müsst. Schritt 1, lest das ganze IFC, das Dateiformat, dem ihr folgen wollt. Dann nehmt das RFC und setzt es in Brand und dann tut, was auch immer ihr wollt und ignoriert das RFC komplett. Ja, wirklich wahr. Okay, also die Art, wie dies sich für ICS manifestiert. Es gibt dort eine spezielle Zeile. ICS-Dateien sind sehr einfach zu lesen. Wenn ihr es euch mal öffnet, werdet ihr sofort verstehen, wie das File strukturiert ist. Das ist eine dieser einfachen, schönen File-Formaten, die man sehr intuitiv verstehen kann, indem man es sich einfach anschaut. Das ist wunderbar. Eines der Dinge ist V-Alarm. Das definiert den Alarm, der mit einem bestimmten Kalender-Event assoziiert ist. Interessant hier ist also, dass dies durch den Absender der Meeting-Einladung definiert wird, nicht den Empfänger. Und man kann verschiedene Alarme haben. Also was man machen kann, was jetzt wirklich witzig ist, ist ein Meeting aufsetzen mit jemandem in 2 Tagen und dann einen Alarm absetzen, der ein Pop-up öffnet und einen Sound abspielt jede Minute bis dahin. Also abhängig von deiner Kalendersoftware könnte das automatisch das akzeptieren, die Einladung. Das wäre also wirklich sehr, sehr witzig. Denial of Sleep Angriff. Ich lese also dieses RFC, es ist spät, ich habe wahrscheinlich irgendwas getrunken, fast sicher habe ich was getrunken und ich schaue mir das an und schaue mir die verschiedenen Alarmtypen an. Es gibt 4. Es gibt 2 ganz völlig vernünftige, etwa wie eine Pop-up-Box anzeigen, spiele einen Systemsound ab, ich weiß nicht, dann Audio, was heißt also, das heißt, oh, geh zu dieser OL, lade diesen Sound herunter und spiele den ab, das könnte schön sein. Und dann dieses 4. da, dachte ich einfach, das ist einfach so ein unglaublicher Moment. Das heißt Procedure, lass einfach dieses Kommando ablaufen mit diesen Parametern. Was? Also hier ist das herzbrechende Ding. So, oder das wirklich erleichternde Ding, abhängig davon, was du jetzt bist. Es arbeitet nicht in jeder Kalendersoftware, die wir uns angeschaut haben. Nicht in keiner von denen, die wir uns angeschaut haben.
Also wenn man es, die Leute haben bestimmt das RFC gelesen und gesagt, nee, also das ist dieser, setzt das RFC in Brandmoment. Also nicht einmal der Nachfolger, dies ist das iCalendar-Format, nicht mal der Nachfolger von iCalendar unterstützt dies. Also, naja, es ist drin, aber man muss das Meeting selbst anlegen. Ich wurde ein bisschen aufgeregt, als ich ein Meeting angelegt habe, das diesen Procedure-Alarm benutzte, weil es diese Box hochpoppt, die fragt, willst du das akzeptieren? Und die Optionen anstelle von Ja und Nein sind so wie Nein und No, importiere das nicht einmal. Und ich dachte, okay, oh, ich wollte Ja klicken und Nein oder härteres Nein. Also Nein und mehr Nein. Also leider ist dies nicht eine nutzbare Technik, aber es ist eine witzige Sache und ich kann nicht glauben, dass dies eine Idee ist, die jemand hatte und aufgeschrieben hat und geteilt hat, weil ich einfach dachte, ich verstehe nicht einmal wie, also ja, da ist es aber und also reden wir jetzt mal über möglichen Gebrauch oder Missbrauch von Digital Rights Management. Wir haben die Formate diskutiert, die das möglich machen. Jetzt fragen wir uns, warum möchte das immer jemand überhaupt nutzen oder ausnutzen? Nun, die erste Funktion, an die wir gedacht haben, wäre Digital Rights Management. Wir sind doch hier im Chaos Camp, oder? Wir lieben alle DRM. Also, denkt an diese dystopische Zukunft DRM. Immer, wenn ein bestimmtes File geöffnet wird, wird dann ein Server angerufen, um zu verfolgen, dass dieses File geöffnet wurde. Weil normalerweise ist es einfach... Das Ziel ist einfach, Leute davon abzuhalten, das File zu öffnen. Aber hier geht es darum, die Leute zu identifizieren, die das File öffnen. Das ist also viel mehr gefährlich als das DRM, das wir bis jetzt haben. Und das ist etwas, was heute getan werden kann in heutigen File-Parsern. Wir haben es nicht gesehen, aber es ist etwas, wo wir immer ein bisschen Angst vor haben sollten. Um fair zu sein, wir haben auch nicht sehr hart nachgeschaut. Also Angst, Unsicherheit und Zweifel solltet ihr haben. Ja, und es gibt auch eine Art Datenverlustschutz hier. Und es gibt wieder zwei Seiten in dieser Medaille. Also man könnte sagen, ich möchte, dass jemand meine empfindlichen Dokumente spielt. Also ich möchte jetzt hier mein Gehalt 2016 PDF irgendwo hin tun und niemand sollte das öffnen. Und wenn es geöffnet wird, dann sollte ich doch eine Warnung mit einer bestimmten auf eine URL bekommen. Die andere Seite ist, wenn du nun eine faschistische Regierung bist und möchtest Leute davon abhalten, Whistleblowing zu betreiben, dann könntest du diese Techniken benutzen, theoretisch, um zu verhindern, dass Leute dies zumindest einfach tun können, ohne dass sie identifiziert werden. Also stellt euch vor, dass jemand hier ein Dokument exfiltriert, das also wertvoll wäre im öffentlichen Bewusstsein, aber das Dokument nun ruft zu Hause an, von wo auch immer es geöffnet wird, von deinem Computer, vom Computer zu Hause, vom Computer eines Rechtsanwalts, vom Freund und dann diese Leute werden verschwinden gelassen. Also das ist das, was mich am meisten beängstigt bei dieser ganzen Geschichte, ist diese potenzielle Missbrauch. Das ist De-Anonymisierung. Wenn ihr jemals den Tor-Browser benutzt habt, dann... Nein, tut das nicht. Wenn ihr das jemals getan habt und eine Datei runtergeladen habt, dann öffnet sich diese tolle Warnmeldung. Wenn ihr diese Datei runterladet, dann könnt ihr de-anonymisiert werden. Tut es nicht. Und unsere Recherche ist, warum es diese Warnmeldung gibt. Sie wissen, dass es diese Warnmeldung gibt und wollen euch warnen. Genau genommen existierte diese Warnmeldung vor unserer Recherche, aber die Art der Idee ist der Grund, warum es diese Warnmeldung gibt. Eine Anwendung dafür ist zum Beispiel eine Regierungsagentur, die vielleicht habt ihr keine Kontrolle über dieses Dschihadisten-Wiki und vielleicht kennt ihr seinen Nutzer nicht, aber ihr könntet ein PDF-Dokument machen, wie macht man leicht eine Bombe? Und jeder, der dieses PDF öffnet, da wisst ihr, wer sie sind und dass sie eine Bombe in drei leichten Schritten bauen wollen. Wir haben das diskutiert oder wir haben es zumindest gezeigt und haben uns darauf relativ stark fokussiert. Wenn man die Maschine von jemandem übernehmen kann und seine Daten stehlen kann, dann gibt es ziemlich viel mehr, was man tun könnte. Aber ihr wisst,
Das ist ein relativ wichtiger Teil davon, dass man tatsächlich die Sicherheit eines Computers beeinflussen kann. Man kann Daten abschnorcheln und sie weitergeben. Nur, falls im Publikum jemand ist, der NTLM-Relay-Attacken kennt, ich werde sie erklären. Die normale Authentifizierung, oder zumindest Version 2, funktioniert so. Als Client sagt man dem Server, hey, ich würde mich gerne authentifizieren und auf das zugreifen, was auch immer ihr habt. Und der Server sagt, ja, hier ist diese Zahl und ich muss das bitte mit deinem Passwort-Hash verschlüsseln und zurücksenden. Und der Client tut das und der Server entscheidet sich dann, je nachdem, ob es mit dem, was er gerne hätte, übereinstimmt, ob der Client sich verbinden darf. Das Problem ist, dass der Client authentifiziert ist, aber nicht der Server. Es gibt also nichts in dieser Negotiation, in dieser Verhandlung, dass diese Daten zu einem bestimmten Server bindet, bis auf diese Zufallszahl. Wenn also ich als Angreifer den Client dazu bringen kann, sich mit mir zu authentifizieren, dann kann ich diese Information einfach weitergeben, bis ich zu dem Punkt komme, an dem ich an den ich Zugriff bekomme und dem Client aber sage, nein, der Zugriff wurde verweigert. In unserer Demo hatten wir ein Passwort, das leicht zu cracken war. Es hat 2 Sekunden gedauert, wenn überhaupt. Das ist eine Alternative dazu, wo man die Daten einfach weitergibt, ohne dass man das Passwort cracken muss. Wenn die Person, die sich authentifizieren will, ob sie das weiß oder nicht, versucht, Zugriff zu bekommen, wenn sie Zugriff bekommen kann, dann kannst du auch Zugriff bekommen. Das liegt daran, wie das implementiert ist. Denk daran, dass es nicht mehr möglich ist, die Authentifizierung zurück zu der Maschine zu relayen, die sie initiiert hat. Lustigerweise konnte man das früher tun, konnte die gleichen Sachen zurück zu ihrem Computer geben und sich mit ihnen verbinden. Das wurde aber gefixt. Schon sehr lange. Wir haben also kurz diskutiert, die Tatsache, dass es von einem privilegierten Netzwerk kommt, wenn ihr das funktioniert. Aber und ihr seid hinter welcher Firewall auch immer und ihr könnt alle möglichen spannenden Dinge exploiten, die von denen ihr ausgehen würdet, wenn ihr im lokalen Netzwerk seid, dann geht es euch gut. Das könnte wahrscheinlich umbenannt werden. CSERF benutzt eine authentifizierte Session, die ihr einige dieser Techniken, dieser Formate, in denen werden die Parser einfach den Standardbrowser öffnen und von dort aus arbeiten. Wenn ihr das tun könnt, dann könnt ihr auch authentifizierte Sessions schreiben. Aber auch besonders kommt ihr wahrscheinlich aus einer privilegierten Netzwerkposition. Wir haben euch gesagt, was das Problem ist. Haben euch gesagt, wie man das ausnutzen kann. Und so glauben wir, dass man es fixen könnte. Es gibt keine perfekte Lösung hierzu, aber hier ist das, was wir uns überlegt haben und warum es vielleicht keine perfekte Lösung ist. Das Einfachste ist Antivirus. Alle Techniken, die wir benutzen, haben relativ Standardsignaturen und so kann ein Antivirus das RTF analysieren und finden, dass es gebuggt ist. Also, es gibt aber so viele Formate, für das es geht. Wir haben das Antivirus nicht auf keinen Fall jedes Format analysieren können. Außerdem gibt es für manche von diesen tatsächlich legitime Anwendungsfälle. Tatsächlich kann es sein, dass ein PDF ein fremdes Bild enthalten sollte oder eine Playlist-Datei, dass sie in die Anwendungsfälle, in denen sie fremde URLs enthalten können, sollte es keine Playlist. Also das sind beides Gründe, warum die Antivirus davon abhalten. Dateiänderungen, Formatänderungen. Manche davon, es gibt nicht immer legitime Anwendungsfälle. Also lass uns einfach das Format ändern. Aber leider, jedes Mal wurde gezeigt, dass es einfach nicht geht in unserer Industrie. Man muss eine bestimmte Ebene der Rückwärtskompatibilität behalten. Also es gibt einfach zu viele Dateien, die mit älteren Versionen, dass wir einfach das Format ändern könnten. Es gibt einfach zu viel Trägheit. Meiner Meinung nach ist das ist
sind Firewalls auf Applikationsebene die, die beste Lösung. Zum Beispiel Lotus Flower, Leopard Flower unter Linux oder Little Snitch unter macOS. Diese, jedes Mal, wenn ein Programm versucht, eine Verbindung aufzubauen, dann wird die Firewall sagen, hey, dein PDF-Programm versucht, auf ein URL zu greifen, soll er das dürfen? Das ist ein relativ gute Verteidigung gegen die meisten dieser Angriffe. Zum Beispiel werde ich nie wollen, dass WordPad sich mit einem fremden Server verbinden kann. Deswegen kann ich immer sagen, ablehnen, 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 wenn WordPad das versucht. Aber zum Beispiel bei Playlist-Formaten wie M3U ist das eigentlich genau das, was sie tun sollen, dass sie sich mit fremden Servern verbinden. Also kann man nicht sagen, dass Application-Level-Firewalls das immer beheben. So, jetzt über diese verschiedenen Lösungen, die das vielleicht einen bestimmten Grad verbessern, aber wir haben keine richtigen Lösungen. Wir versuchen einfach nur ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen. Etwas anderes, was wir hier noch überlegt haben, sind Warnungen. Und haben Warnungen einen bestimmten Sinn. Vielleicht gibt es ein bisschen mehr Informationen an die Benutzerinnen und Benutzer. Natürlich klicken Leute einfach durch Warnungen hindurch. Meistens ist es also nicht unbedingt hilfreich, aber es könnte zumindest dazu führen, dass man anhält und sagt, oh, Moment, das ist etwas, was ich nicht möchte. Also zumindest gibt es mehr Macht in die Hände der Nutzerinnen und Nutzer. Außerdem könnte man etwas tun, um Netzwerkfähigkeiten für bestimmte Programme insgesamt abzuschalten. Also zum Beispiel das Beispiel mit WordPad. Ich persönlich und Damon wohl auch möchten nicht, dass WordPad jemals mit dem Internet kommuniziert, außer vielleicht, wenn es mit Software-Updates kommuniziert, aber das macht das Betriebssystem. Also nie. Also für so etwas ist es einfach, aber es gibt die gleichen Probleme wie bei Application Firewalls. Das andere ist vielleicht, Network Calls, in sich ein Einhaken in Network Calls ist bei bestimmten Programmen sehr viel einfacher als in anderen. Einige Programme werden dadurch völlig kaputt gemacht. Chrome zum Beispiel verhindert es, dass man Proxy Chains benutzt mit Chrome. Es gibt auch noch Egress-Filtern, eine gute Teillösung, die zumindest Dinge verhindert wie ausgehenden SMB-Traffic, der aus deiner Organisation oder aus deinem Haus hinausgeht. Das ist eine ganz gute Idee, allgemein Egress-Filtering einzusetzen. Aber man muss bestimmten Dingen immer noch erlauben. Zum Beispiel vielleicht Web-Traffic sollte man immer durchlassen. Und das ist aber die Art und Weise, wie viele dieser Datenschutzverletzungen in diesen Formaten funktionieren. Also, ihr denkt also, dieses Zeug ist cool und wollt damit ein bisschen die Hände schmutzig machen. Wir haben genau das, was ihr wollt. Wir haben ein Tool, das als Input akzeptiert alle möglichen Formate, die wir unterstützen, und das als Output produziert eine verwandte Version dieses selben Files. Es ist immer noch Arbeit, die sich Work in Progress, Alpha, 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 noch nicht bei GitHub, denn weil wir diese ganze Woche ziemlich betrunken waren und wir haben keine Netzwerkverbindung gehabt. Aber wenn ihr in den nächsten ein, zwei Wochen zu GitHub geht und dieses Zeug nun herunterladen wollt und eure eigenen Files verwandeln wollt, also jetzt zu dieser Zeit wollen wir Fragen öffnen. Gebt einen Applaus für die beiden Redner. Zeit für einige Fragen. Irgendjemand? Dort drüben. Hi, großer Talk, toller Vortrag. Habt ihr irgendwelche Probleme gefunden mit Default File Handlers? Also wenn Windows eine Preview zum Beispiel rausgibt, oder habt ihr da gefunden, dass auch Verbindungen aufgenommen wurden? Die Frage ist der Standard gibt es irgendwas, was wir dagegen tun können? Entweder oder, ja. Also wenn ihr auf einen File klickt, aber es nicht öffnet, in Windows Explorer zum Beispiel, dann kann man zum Beispiel ein Preview auslösen, ohne dass das wirklich voll geöffnet wird mit Word. Ihr fragt also, ob die Vorschau auch verlässlich ist. Ja. Das haben wir nicht getestet. Ich kann mir
vorstellen, dass es für manche Angriffsvektoren das funktioniert. Bei SVG-Dateien ist das relativ wahrscheinlich, dass es verletzlich ist, weil man das Bild nicht vernünftig darstellen kann, ohne dass man das Style-Sheet runterlädt. Also ich denke, dass es vom Format abhängt. Wir können sagen mit einiger Sicherheit, dass manche wahrscheinlich funktionieren in Preview. Also irgendwas, was man tatsächlich rendern muss, wird wahrscheinlich funktionieren. Irgendwas, zum Beispiel ein Videodokument, wo das nach 5 Sekunden eine URL öffnet, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ziemlich sicher. Aber wie wir gesagt haben, dann haben wir das nicht getestet. Also wir können es nicht sicher sagen. Aber probier es aus, sobald das Tool online ist. Gibt es noch Fragen oder haben wir so toll vorgetragen, dass niemand mehr irgendwelche Unsicherheit im Herzen hat? Ja, genau. Gehen wir eine Folie zurück. Wir super versprechen, dass wir das in 1-2 Wochen veröffentlichen. Wir haben eine arbeitsfähige Version auf den Laptops, aber wir haben niemanden gefunden, der das dort hochladen kann. Wir werden also eine Person finden in 1-2 Wochen, dann wird es dort sein. Okay. Danke, Damon und Daniel. Danke fürs Zuhören. Ja, danke auch fürs Zuhören bei unserer Übersetzung. Es war sicherlich ein Tempoproblem. Ich hoffe, wir haben klar genug gesprochen.